Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Nachhaltig Leben. Und heute feiern wir Geburtstag, und zwar von der Selina und der Olive. Und so, wie sieht's denn so aus? Wenn dir doch kalt ist, wenn ihr doch wisst, dass hier kalt ist, dann zieht euch doch gefälligst was Warmes an. Sag mal, warum geht man denn auch mit? Ich sag ja nichts mehr. Dann nimmst du dir jetzt erstmal was zu futtern. Oder auch nicht, lässt es bleiben. Was soll das jetzt? Könnte jemand vielleicht mal irgendwie Frühstück machen? Kommt keiner auf die Idee, ne? Frühstück servieren. Wir können ja auch mal ein Festmahl kochen, und zwar ein festliches Frühstück. Du setzt dich mal hier auf Seite. Nee, beziehungsweise du ziehst dir auch mal was Gescheites an. Damit ihr hier nicht rummeckert. Und dann kannst du dich auch mal hier erstmal beschäftigen. So. Nee, eigentlich dachte ich, dass du erstmal hier gar nichts machst. Wieso? Du sollst hier ein Festmahl kochen, du. Und dann gehst du halt jetzt erstmal Fernsehen gucken, geht ja gar nicht. Dann gehst du erstmal Schach spielen. Stimmt ja, wir haben den Fernseher verkauft. Clemens Frost. Hey Lea, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Ja, lass mich bloß in Ruhe. Der wollte ja eigentlich auch nicht unbedingt hier einziehen. Der ist ja dann auch gleich verschwunden. Und ja. Deswegen, also. Aber wenigstens hängt der nicht vor unserer Hütte ab. Das ist doch schon mal sehr gut. Könntest du da mal mit dem Frühstück ein bisschen schneller machen? Es gibt ja auch Leute, die Hunger haben. Oh Mann, immer dasselbe mit euch. So, du bist hier oben duschen. Und mit was willst du jetzt spielen? Mit was? Ach, mit Staub. Ist ja cool. So, ja. Dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis mal das Frühstück fertig geworden ist. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauern wird. In der Zwischenzeit können sich die beiden hier mal die Zeit vertreiben. Du kannst hier auch dich mal dazu setzen und vielleicht einen Witz erzählen oder so. Über Probleme beschweren, über Frost reden, über neuestes Buch reden, Witz über alte Zeiten machen. So, und was soll das jetzt werden? Um Rat bitten? Nein, bitte lass das. Kein Rat mehr. Und dir ist auch kalt. Ich kaufe wegen euch aber keine Heizung, kein Thermometer. Kommt nicht in die Tüte. So, du kannst auch mal runterkommen. Und dann holt ihr euch alle mal was zum Frühstücken. So, und was machst du jetzt da? Achso, du hast ja auch gar keinen Hunger. Dann kannst du auch Sport machen, ne? Ja, ich weiß, dass dir kalt ist. So, du gehst auch was frühstücken. Also ich denke mal, du bist jetzt ausgeschlafen genug. Warum bist du traurig? Wegen Merkmalherstellerin. Ja, dann können wir doch nachher auch was herstellen, ne? Ist doch gar kein Problem. Was brauchst du denn eigentlich? Du brauchst die Logikfähigkeit, für befördert zu werden.
Das kriegen wir, denke ich, auch irgendwann noch hin. So, hier wird jetzt gemütlich gegessen. Der Andy kann sich nicht mehr an den Tisch dazusetzen, weil hier lauter Bücher rumliegen. Aber ist ja. Ach, guck mal, da hat er sich jetzt dazu gesetzt. Wo ist denn die Tina jetzt hin? Ach schon, der hält sich mit den Bäumchen. Das ist ja cool. Was müssen wir denn noch so dingsen? Mobbingzeuge. Ein paar Kinder waren in der Schule gemein zu einem meiner Freunde. Schreite ein und verteidige deinen Freund. Dafür werden wir zwar, haben wir dann wieder die Manieren ein bisschen runter. Aber was soll's? Besser als nur zuzugucken und gar nichts zu unternehmen, ne? So, was ist denn bei dir? Stimmung, Perfektionsreifer, bloß ja. Bedeutet mit dem Putzen auch dann weiterzumachen, wenn alles sauber aussieht. Ich glaube, das könnten wir ja tatsächlich mal machen, ne? So, wie sieht denn der Verschmutzungsgrad hier aus? Dann können wir ja mal aufräumen. So, dann lass mich mal gucken. Dieses Stockwerk ist sauber. Aber was du machen könntest, wäre trotzdem perfekt staubsaugen. Damit wir hier halt trotzdem halt diese Dings haben. Geburtstagsparty findet auch gleich statt. Dafür sollten wir vielleicht noch zwei Kuchen zubereiten. Und zwar einmal zuckerfreier Karo. Karo. Ja, egal. Auf jeden Fall den Kuchen machst du. So, wie sieht's aus? Du bist müde. Na gut, du trainierst ja hier auch sehr fleißig. Da geht auf jeden Fall noch mehr, meine Liebe, ne? Tina hat die Pflanze Kirschbaum erforscht und das Notizbuch aktualisiert. Warum kannst du denn nicht hier eigentlich zubereiten? Warum wollt ihr denn immer da zubereiten? So, dann nochmal perfekt staubsaugen, bitte. Weil wir müssen mal mindestens 4 erreichen mit deinem Dings. Geburtstagsparty fängt an. Bist du bereit anzufangen? Derzeit laufende Ereignisse werden beendet. Ja, los geht's. Ich hoffe, du machst trotzdem den Kuchen weiter, ne? Ja, ich weiß, dass wir einen Kuchen benötigen. So, dann lass mich mal. Nein, bitte nicht immer dahin legen. So, dahin. Würdest du mal da gescheit mal draufstehen? Die Torte muss sich in der Mitte eines Tisches. Ja, schon klar. Na dann hierhin. Geburtstagstorte. Kerzen hinzufügen. Und dann gucken wir, was du noch machen kannst. Vielleicht am besten dieselbe Torte nochmal. Zuckerfrei. Gibt's noch was anderes? Matcha-Teekuchen. Winterkuchen. Kokosnusskuchen. Cool. Wir haben zwar keine Kokosnuss. Erdbeerkuchen. Blaues Konfetti. Kuchen. Nee, eine Muschelsuppe hilft uns jetzt nicht weiter. Ah, eine Kokosnusstorte. Wäre doch eigentlich gar nicht mal so unpraktisch, ne? So.
Plus 2. Dann kannst du noch mal hier hin. Und da wird einfach gekocht. Na gut, hier ist ja auch kein Platz. Da ist anscheinend auch kein Platz, weil hier halt diese Utensilien draufstehen. Du hast doch was zu tun, aber du hast doch nichts zu tun. Dann kannst du doch mal deine Tochter in den Arm nehmen. Vielleicht mit der mal ein bisschen plaudern, Witze erzählen. Und ihr ein Geschenk geben. Warte, 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 bevor hier irgendwas dingst. Geburtstagskerzen hinzufügen. Ja, bist du jetzt irgendwann mal da, wo. Also, du kommst von ganz oben. Ja, sehr schön. Hier wird er staubsaugt noch. Das war genial. Was für eine Stimmung hast du? Plus 2. Das heißt, du kriegst doch jetzt plus 3, oder? So, bei dir werden wir jetzt mal gucken, dass wir dir ein Geschenk geben. Geschenk, Geburtstagsgeschenk. Und zwar kriegst du eine Zitrone. Das hast du dir doch gewünscht, oder? Ich meine, das hattest du auf deinem Wunschzettel, weißt du noch? Kannst du dich dran erinnern? Ja. Ja. Das ist tatsächlich gut angekommen. Sehr schön. Finde ich toll. Das heißt, das hast du auch erledigt. Nein? Hast du nicht. Ach, warte mal. Dann ernte mal Weintrauben ernten. Bitte. Weintrauben ernten. Hallo, wo bist du? Okay, bitte jetzt die Weintrauben ernten. Und dann kannst du nämlich der Selina nämlich auch mal ein Geschenk geben. Und zwar nicht unbedingt jetzt ein Geburtstagsgeschenk, weil das zählt ja anscheinend nicht. Aber dann kriegt nämlich die kleine Selina eine Weintraube von uns. Und wer ruft jetzt hier an? Möchtest du gerne so glücklich sein wie ich? Nun, es liegt in deiner Hand. Schick mir einfach einen Simoleon. Zögere nicht. Die Glückseligkeit ist nur ein Simoleon entfernt. Gut, machen wir. Vielen Dank für deinen Beitrag. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, bestimmt, oder? So, was hast du jetzt? Nee, du wirst jetzt hier noch ein bisschen staubsaugen. Hast du jetzt ihr ein Geschenk gemacht? Wie soll denn das jetzt gehen? Na gut, dann spielt halt erstmal hier eine Runde. Getränke zubereiten. Reicht das auch, wenn wir hier aufsprudeln? Zählt das denn auch als Getränk? Nee, ne? So, könntet ihr vielleicht mitspielen? Kannst du nicht dich da mal dazu setzen? Naja, ich bin mal gespannt, wie erfolgreich der Geburtstag sein wird. Was wir natürlich jetzt machen könnten, wäre die Geburtstagstorten auch ausblasen. Weil das ist ja auch eigentlich Sinn von dem Ganzen. Und dann können wir ja immer noch die Party, die anderen Aufgaben dingsen. Und keiner kommt hier zum Abfeiern, oder wie? So, dann machen wir mal. Sie ist ein Bücherwurm, die Selina. Was können wir denn? Was? Worauf hätten wir denn da mal Lust? Familie? Kreativität? Weiß nicht. Ach ja, stimmt ja, du warst ja. Dann werden wir auch Königin des Strickens. Dann bin ich mal gespannt,
was du denkst. So, emotionale Kontrolle. Wegen positiver emotionaler Kontrolle. Haben wir jetzt Belohnungsmerkmal? Ah, wir haben jetzt eine emotionale Kontrolle und verantwortlich. Das ist auch gut. Und selbstsicher ist sie auch. Sehr schön. Oder nee, du warst das ja, die Olle feiert das mit dem Stricken. Okay. Wollt ihr dann vielleicht euch mal in den Arm nehmen oder irgendwas anderes vielleicht? Dingsen. Vielleicht mal Witze machen, solange ihr, also bis ihr verspielt seid. Lustige Geschichte erzählen. Und du müsstest eigentlich mal auf die Toilette, ja. Aber das können wir ja später noch machen. Ich denke mal, wir müssten mit dir tatsächlich mal in die Klamottenkommode reingehen. Also Kleidungsdingsbums. Außerdem müssen wir ja auch dein Zimmer dann umdekorieren. Wieso habt ihr denn überhaupt gar keine? Das gibt's doch nicht. Ich hatte da doch bestimmt was stehen, oder nicht? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich euch keine Kommode hingestellt habe. Kann mir doch gar keiner sagen, dass hier nichts stand. Hat es jemand mitgenommen? Nein. Das kann nicht sein. Aber okay, wenn es halt so ist, dann kriegst du halt da eine hingestellt. Wie sehen denn deine restlichen weiß, ne? Aber ich kann mir doch, also da musst du auch was gestanden haben, oder? So, die kriegst du natürlich auch. Ich denke mal, dein Puppenhaus brauchst du jetzt nicht mehr. Da können wir dann die Kommode hinknallen. Der Teddybär kommt dahin. Der muss ja nicht zwangsweise verschwinden. So, gibt es die jetzt noch in einer anderen Farbe? Wir könnten sie natürlich in schwarz machen. Passt mit den anderen Dingen natürlich wunderbar zusammen. Die Fledermaus ist auch in Ordnung. Das da könnte man hier noch an die Wand hängen. Sieht sehr schön aus, ne? Aber den Rest brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So, der Dino kommt, denke ich, da mal an die Wandseite. Da kommt das hin. Die Fledermaus kommt dahin. Ich denke mal, die brauchst du auch nicht mehr. Es sieht zwar noch nicht ganz jugendlich aus, aber ich meine, die brauchst du auch nicht. Das Bett, denke ich mal, kann man so lassen. Da gibt es, denke ich, keine Einwände. Ich denke mal, den Kram können wir dann auch entfernen. Was kriegst du denn da an die Wand hin? Irgendwas Schönes. Ein Wandtattoo, genau. Nee, eigentlich nicht so. Das auch nicht. Gibt's denn nix irgendwie, was man hier noch an die Dings pappen kann? Einen Spiegel, das hätten wir vielleicht auf die andere Seite machen können. Da, wo die Kommode ist, wo kein Platz ist. Ah ja, genau dahin. Das geht natürlich. Dann werde ich die anderen Sachen da mal entfernen. Die können ja auch hier an die Wand. So. Vielleicht auch in einer anderen Farbe. Vielleicht in dem Stil. Der bleibt jetzt erstmal da, wo er ist. Wobei wir da ja auch einen Schreibtisch hinstellen können, ne? Für die Hausaufgaben, die sie dann vielleicht unter Umständen haben wird. Ist halt blöd, wenn die hier so rumstehen, ne?
Also die Fledermaus kommt weg und der Bär bleibt da, ne? Dann kriegst du hier noch ein Blümchen hin. Dann kommt in die Ecke vielleicht noch so eine Lampe. Dann gibt es noch einen Schreibtisch. Und dann kümmere ich mich für vom Haushalt, also vom, nicht vom Haushalt. Von dem Kleidungsstil werde ich mal, also da werde ich mal gucken, was da dann zu machen ist. Was überhaupt zu ändern ist, dass sie auf jeden Fall auch eine warmen Kleidungsstil hat, damit sie mir nicht unbedingt immer sagt, ihr wäre kalt. Dann gibt es noch einen netten Schreibtischstuhl, der hier gerade so dann hinpasst. Auch in, vielleicht in Schwarz tatsächlich und in Weiß. Ja, ich denke mal, so kann man das lassen. Teppich kommt auch noch rein. Und zwar gibt es denn einen nachhaltig. Ja, ich denke mal, so kann man das doch lassen, ne? Ja. Okay. Aber mein Lieben, es wird Zeit, einen Cut zu machen. Wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, bleibt gesund und tschüss.